Willkommen beim Espresso to go mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Heute geht es um die Ergebnisse des Koalitionsausschusses, denn der ist uns ja eigentlich ein Konzept gegen die Corona-Wirtschaftskrise schuldig. Corona hat die Weltwirtschaft wie ein Schock getroffen und damit auch die deutsche Wirtschaft. Bei einem solchen schockartigen Ereignis ist es wichtig, den Wirtschaftskreislauf zu stabilisieren, zum Beispiel auch mit Instrumenten wie dem Kurzarbeitergeld. Die Große Koalition möchte diese Stabilisierungsphase beliebig verlängern. Denn das ist für sie die ideale Begründung, um sehr viel Geld zu verteilen. Und das nicht, weil das gut fürs Land wäre, sondern um sich beliebt zu machen für die Bundestagswahl. Und außerdem glaubt sie, sich so vor wichtigen, aber schwierigen Strukturreformen drücken zu können. Wir Freie Demokraten wollen so schnell wie möglich raus aus der Stabilisierungsphase und rein in eine Comeback-Phase für die deutsche Wirtschaft. In die Phase, in der unser Land wieder anfängt zu wachsen. Und dafür ist es wichtig, dass die Bürger und Betriebe wieder in der Lage sind, zu investieren. Dafür müssen wir sie entlasten von Steuern und Abgaben. Wir müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer, die was bewegen wollen, von den Fesseln der Bürokratie befreien. Und ja, auch der Staat muss seinen Beitrag leisten. Das darf auch Geld kosten. Er muss dort aber investieren, wo es wirklich etwas bringt und aus unserem Land eine moderne Volkswirtschaft macht, bei Bildung, bei Forschung und moderner Infrastruktur wie Datennetzen. Wenn euch diese Ausgabe gefallen hat, dann schaut euch doch noch andere Folgen von meinem Espresso an. Und wenn ihr Fragen dazu habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir antworten bestimmt.